Wir wollen es den Vögeln heute richtig schön gemütlich machen und deswegen unser Thema Nistkästen zum selber bauen. Ole, ist das denn jetzt die richtige Jahreszeit dafür? Ja, wir sind so genau noch mittendrin. Wir hätten es auch schon im Oktober, September, Oktober machen können. Lieber ganz früh, bevor die eigentliche Saison der Brutvögel losgeht. Und zwar auch deswegen, weil die suchen natürlich alle jetzt auch ein kuscheliges Plätzchen bei den Temperaturen draußen. Nicht zum Nisten, sondern zum Schlafen. Zum Schlafen, genau, okay. Zum Schlafen. Und im Übrigen nicht nur die Vögel, die jetzt draußen unterwegs sind, sondern zum Beispiel auch Siebenschläfer. Die alle wollen es kuschelig haben, ja, zu jeder Jahreszeit. Wir wollen erst mal gucken, was es denn alles so im Angebot gibt. Man kann Nistkästen natürlich auch kaufen. Ja, und die sehen dann so und so und so aus. Klar. Die unterscheiden sich inwiefern, Ole? Ja, nicht nur durch die Farbe, sondern das ist kein Holzbeton. Holz. Das ist Holzbeton. Ja. Das hält natürlich gefühlt eine Ewigkeit. Das ist so das Professionelle, was man oft auch in der Forst sieht. Können wir kaufen, kostet dann so um die 30 Euro vielleicht. Mhm. Holz ist ja irgendwie doch habt es lebt, schöner. Ja, es lebt. Und sowas. Und wenn du hier, wie ich, Lärche, Douglasie hast, kein Fichten- oder Kiefernholz, gerade dieses Lärchenholz, das hält auch gefühlt eine kleine Ewigkeit. Ist ein bisschen teurer. Ja. Was kostet das Material? Na, ich habe mal überschlagen, so, wenn du dieses Häuschen hier nimmst, reiner Materialpreis so 8 Euro. Ja, und dann macht es natürlich auch viel mehr Spaß. Ne? Es ist günstiger und es macht mehr Spaß, deswegen bauen wir heute. Es ist eine Riesenfreude, gerade mit Kindern sowas zusammenzubauen. Und, naja. Also wenn ich arbeite mit Holz, ist jetzt nicht so total meine Stärke. Wenn ich das jetzt so sehe, denke ich so, das ist aber ambitioniert, könnte ein bisschen schwierig werden. Es gibt Baupläne, woran man sich orientieren kann. Zum Beispiel vom NABU und den haben wir natürlich auch auf die Internetseite gestellt. Hier kann man nämlich genau sehen, welche Maße man braucht und kann sich die dann im Baumarkt auch zuschneiden lassen. Du hast so ein bisschen vorgearbeitet, ne? Ich hab auch vorgearbeitet. Vielleicht noch kurz zum Holz. Also ich hebe mir auch gerne immer so ein paar Holzreste auf, die übers Jahr anfallen. Ne? Und dann habe ich so um die Jahreszeit, wo man natürlich gerne drin bastelt, auch wunderbar Material und kann daraus auch vielleicht mal was zusammenleimen, wenn es nicht passt. Das muss dann auch mal sein. Aber so helfe ich mir mit Holzresten. Okay, wetterbeständig soll es sein. Wir nehmen jetzt mal das Häuschen, was du schon so ein bisschen vorbereitet hast. Weil da geht es zum Beispiel um die Lochgröße. Das heißt also, wir müssen uns am Anfang eigentlich schon mal bewusst machen, für wen wollen wir denn ein Häuschen bauen? Weil die Vögel haben unterschiedliche große Lochvorlieben. Genau, die Vögel, für die wir den Kasten bauen, sind alles sogenannte Höhlenbrüter. Also das Ganze ist ja sowas wie eine Höhle, wenn du so willst. Wir simulieren die Höhle. Und dann gibt es so die klassischen beiden Lochgrößen für die kleineren Singvögelarten wie die kleinen Meisen, Hausrotschwanz etc. Das ist dann das 28er Loch, okay, das ich mit diesem Förstnerbohrer, so heißt der, 28er Förstnerbohrer, wunderbar einfach bohren kann. Die zweite Größe ist der 32er, das ist zum Beispiel für die ganzen großen Meisenarten. Und ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung. Wir wollen schon so ein bisschen selektieren. Wir wollen den einen ihr Haus geben und den anderen die aber auch nicht ganz aussparen. Zeig uns doch mal, wie einfach das eigentlich geht. So ein bisschen vorgebohrt hast du schon. Hört sie an wie beim Zahnarzt. nicht ganz so hoch, aber... Okay. Oh, da muss man aber schon eine Weile bohren, ne? Ja, jetzt sind wir gleich durch. Du spürst es schon. Ich spüre es. Oh, das ist aber wirklich hartes Holz, ne? Jetzt sind wir durch. Und jetzt kommen jetzt wir da auch durch, wieder raus. Jetzt ist der Bohrer weg. Aber warte mal, das machen wir jetzt. Den kriegen wir nachher natürlich raus. Jetzt sind wir ein Thema, was uns jetzt noch an der Stelle beschäftigt, sind die harten Kanten. Genau. Weil können wir das natürlich nicht lassen. Dann siehst du es noch mehr. Ja. Und da ist noch ein Stück rausgebrochen. So. Und das können wir so natürlich dem Vogel unmöglich übergeben. Das werden wir uns... Der zeigt uns einen Vogel. Ja, der zeigt uns einen Vogel. Ich bin jetzt gerade dabei, die harten Kanten am Eingang wegzuschleifen, damit die sich auf keinen Fall verletzen, Ole. Das ist ja echt extrem wichtig. Und da fällt Ihnen natürlich auch sofort auf, diese Klappe. Ole, wofür ist denn die? Also zum einen ist natürlich ganz wichtig und es gibt tatsächlich Häuser, die wir kaufen können, wo die Klappe sich nicht öffnen lässt. Das geht gar nicht. Mindestens das Dach muss man abnehmen können, denn ein Haus, ein Vogelhaus, sollte man natürlich schon regelmäßig im Spätsommer einmal sauber machen. Aufgrund der Vogelmilben, die da drin sind und so weiter. Genau. Einmal da ist Klappe der auf, Nest Spätsommer raus. Mal eine gute Zeit. Mhm.
Und ich finde es halt auch schon nicht ganz unwichtig, dass die Klappe hier so eine kleine Zunge hat. Das ist jetzt kein Zufall, dass sie hier so ein bisschen übersteht. Das führt dazu, dass das Wasser einfach besser abläuft, okay, und also nicht so schnell hier in die Misthöhle eindringt. Es gibt noch so zwei, drei Sachen, die wichtig sind, ja, zu beachten. Zum Beispiel der Abstand des Loches, da darf ich nämlich nicht so weit unten sein. Warum? Ich hätte es fast vergessen, genau. Also du musst schon so mindestens 15 bis 20 Zentimeter zum Boden Abstand einhalten. Mhm. Haben wir hier 15 Zentimeter? Warum? Weil ganz einfach das Nest natürlich sich letztendlich immer ein bisschen weiter oben Richtung Loch aufbaut. Und die Räuber ist dann natürlich viel leichter haben, wenn das Loch zu nah an dem Nest liegt, mhm, da reinzugreifen und das leer zu machen. Und noch leichter haben sie es, wenn man so einen Pin hier vorne installiert. Ja. Man denkt ja eigentlich, die Vögel brauchen so eine Landehilfe, aber ja. Wie sieht es damit aus? Also der Star braucht das, der macht seinem Namen alle Ehre und der will Star sein und der braucht auch eben so eine Stange, um sich einfach zu zeigen. Für die anderen Vögel reicht das Dach und da landen sie zwischen und dann geht's rein. Oder wenn wir sie in Baum hängen, unsere Häuser, dann fliegen sie halt meistens von irgendeinem Ast dann in der Nähe, ja genau, in der Nähe des Vogelhäuses und dann direkt ran. Ja. Also gibt doch einiges zu beachten, auch was die Größe zum Beispiel angeht, Grundfläche. Ne? Ist auch wichtig, genau. Also es gibt zumindest so eine Einstiegsgröße, 12 mal 12 Zentimeter ist die Mindestgrundfläche. Es darf auch größer sein, aber 12 mal 12 Zentimeter, das ist die nicht zu klein und nicht zu groß. Der Stich. Ja, genau. So, und dann ist die Frage natürlich, wenn wir das dann fertig haben, wie das zum Beispiel, wo hängen wir es denn hin? Welche Richtung? Die Richtung ist welche noch wichtig. Höhe? Also letztendlich nehmen die ja fast alles an. Da wundere ich mich immer wieder. Aber wie würdest du es aufhängen? Naja, wetterabgewandte Seite. Ja, genau, sagen, da geht es schon los. Wetterabgewandte Seite ist genau richtig und meistens Südostrichtung. Ja, auch, also so ein dass bisschen, die Sonne nicht komplett drauf knallt. Ja, aber doch so ein bisschen. So ein bisschen. Oh, von allem was. Aha. Und dann, wenn wir es ihn ganz schön machen wollen, dann würden wir die Bettwäsche noch nebendran legen. So, aber beziehen sollen sie es gefälligst selber. Ja? Das können die auch. Also, ja, also Bettwäsche wäre zum Beispiel Federn. Die nehmen fremde Federn an. Ja, das ist sicherlich nicht immer so gewährleistet, dass sie alles nehmen. Deswegen bieten wir ihnen die Federn an. Sie holen sich die dann selber raus. Dann können wir so einen einfachen Spender hier irgendwo auch in die Nähe hängen, in einen Baum. Das ist einfach Kaniniendraht, den können wir befüllen. Und dann holen sie sich die Federn raus und beziehen Genau, und dann werden die gerne mit ins Nest rein. Ja, ich habe das schon beobachtet. Das ist ein bisschen neutraler, also falls sie doch nicht fremde Federn mögen, dann kann man auch das nehmen. Genau, das ist was aus der Floristik. Das könnte man aber direkt reinlegen schon. Ne? Das würde ich direkt schon reinpacken als Unterfütterung. Und dann kommen die an und dann ist das Bett schon und das Zimmer schon bezogen. Ja. Eigentlich ein Träumchen, oder? Ja. Träumchen war es auch mit dir. Ole, vielen Dank für die Tipps. Alle Infos für Sie natürlich nochmal zum Nachlesen auf den Mein Nachmittag Gartenseiten.